Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin Michael Rufen-Dietrich, mache das Ganze in der siebten Generation meiner Familie. Mit einer natürlichen und vererbten Gabe schaue ich seit 18 Jahren in die Energiefelder, den Schicksalsstrom, die Akasha-Chronik und natürlich respektive die Zukunft all meiner Klienten hinein. Ja, ich habe ganz lange Fernsehen gemacht, habe über fast über 3500 Fernsehsendungen gemacht bei Sat.1, bei Astro TV, bei Sonnenklar TV und so weiter. Und freue mich, dass du heute dabei bist. Bin ausgebildeter Astrologe, Medium, habe mit 6 Jahren das Kartenlegen angelernt. Und ja, da schauen wir einfach mal, was so die Themen sind. Natürlich arbeite ich auch viel energetisch in Zeremonien, auch mit meiner Mutter gibt es einen Podcast gerade aktuell auch drüber, wer hier etwas wissen will. Die Lebensenergie, die Lichtheilung, das ist ja auch immer eine ganz wichtige, und das Wunder, das ist natürlich enorm, das sind enorm starke Karten, die hier erstmal rausgekommen sind, ja. Die reine Kraft des Lebens erfüllt mich. Ich bin bereit, jetzt tiefe Heilung zu erfahren. Ich glaube mir, Wunder geschehen zu lassen. Ich erlaube mir, Wunder geschehen zu lassen. Sorry. So, das ist schon mal das Thema. Da geben wir auch gleich mal die entsprechenden Aha-Scheiben dazu. Die haben alle nochmal die Goldenergie. Die Goldenergie stellen wir auch mal dazu, die Goldenergiepyramide, dass wir ein bisschen energetisch einfach arbeiten. Wie schaut es im Moment mit deiner Lebensenergie aus? Ja, also hier geben wir wirklich die Energieübertragung rein. Dann, wie schaut es aus? Welche Themen müssen vielleicht noch geheilt werden? Was ist hier also zu beachten? Und erlaubst du dir, gehen hier nochmal die Blockaden ran und lösen die nochmal mit den entsprechenden Orgoniten. Alle Produkte gibt es natürlich im Shop unten drin. Und wir gehen mit der Lourdes-Scheibe, der Erfolgsscheibe, gehen wir auf die Wunderenergie drauf, ja. Und ich erlaube mir, Wunder geschehen zu lassen. Lass jetzt deine Wunder wirklich geschehen. Lass die Energie spüren. Lass die Energie auch wieder fließen. Ich würde sagen, wir schauen ins Tarot hinein, was uns das Tarot jeweils zu diesen Dingen auch sagen mag. Goldenergie ist die Energie, mit der meine Familie seit 1792 arbeitet. Seither gibt es diese Gabe in unserer Familie und wird immer an eine Generation weitergegeben. Und ich finde diese Themen schon mal richtig toll, die hier jetzt gekommen sind von den Karten. Und jetzt schauen wir auch nochmal rein, was das Tarot uns dazu sagen will, was einfach in der nächsten Zeit ansteht, ab dem Moment, ab dem du einfach das Video auch schaust. Es kann nicht immer jeder in Resonanz gehen. Ich freue mich natürlich, wenn du in Resonanz mit meinen Orakeln gehen kannst. Ansonsten gibt es ja auch immer noch mal die Möglichkeit der individuellen Beratung bei mir. Dafür bitte einfach anrufen. Zwischen 11 und 19 Uhr ist es möglich. Bitte nicht vor 11 Uhr morgens anrufen. Es ist eine Festnetznummer. Also hier bitte keine SMS oder WhatsApp versuchen hinzuschicken. In der Videobeschreibung findest du die WhatsApp-Nummer. Übrigens im Shop gibt es noch 30%. Klickt einfach mal auf den Link, dann seht ihr oben auch den Code dazu. So, wir haben als allererste Karte hier die Prinzessin der Stäbe gezogen, oder ich habe sie gezogen, sagen wir es mal so. Das ist Leidenschaft, das ist sexuelle Ausstrahlungskraft, das ist Lebensfreude, das ist Licht, das ist Energie, das passt hier wunderbar rein in die Lebensenergie, in die Lichtheilung, passt diese Karte natürlich wunderbar mit rein. Das ist Verführung, das ist aber auch immer eine Einladung zu einem ganz prickelnden und vielleicht auch außergewöhnlichen Date oder Abenteuer. Ja? Ein ganz bereichender Aspekt, wenn ihr euren Seelenpartner schon habt, dann kommt es jetzt zu einer ganz aufregenden und spannenden Phase mit dieser Karte. Also das Thema passt ja wie immer sehr, sehr, sehr gut hier rein. Ich ziehe mal die restlichen Karten, dann fasse ich das hier zusammen. Und wir schauen
hinein. Ja, wenn du Kartenlegen lernen magst, in Berlin findet im November, am 14. und 15. November, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Beginnerseminar fürs Kartenlegen statt. Genau, 14. und 15. November. Es wird auch im Oktober nochmal ein Beginner- und Fortgeschrittenenkurs in Baden-Baden stattfinden. Da wird nochmal ein Beginner-Tarot stattfinden und einen fortgeschrittenen Kurs mit Lenormand. Vielleicht habt ihr ja auch die Bilder der Teilnehmer gesehen. Vielleicht mögen auch diejenigen, die dabei waren, nochmal ein kleines Feedback in die Kommentare schreiben. Und ja, das wird also auch nochmal stattfinden. Termine kann ich euch dann ganz genau sagen. Es muss noch eine kleine Sache gefixt werden und dann werde ich euch natürlich zeitnah die Termine mitteilen. Du kannst auch immer für alle Neuigkeiten in meinen WhatsApp-Verteiler hineinkommen und schreib mir da einfach in WhatsApp, denn da gibt es auch mal immer mal wieder ein Energielive. Das wird es in der nächsten Woche übrigens auch wieder geben, wo wir wieder über die Booster sprechen, also ihr wieder eure individuelle Energie bekommen könnt. Die, die dabei waren, können auch da gerne mal ein Feedback hinterlassen. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Und wenn ich da ein Herzchen gebe, dann heißt es, ich habe ihn auch gelesen, ich habe nur nicht immer Zeit zu antworten. Ich schreibe auch nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Aber wenn ihr das Herzchen bekommen habt, dann wisst ihr, ich habe es zur Kenntnis genommen und gelesen. So, das ist ja diese Energie, das Treffen, das Prickelnde, was hier kommt. Jetzt haben wir in der Gegenwart erstmal die Vergeblichkeit liegen mit 7 Schwertern, die sagt, man müssen eine gewisse Schleue auf der Lichtseite bringen. Vielleicht waren hier auch auf der Schattenseite Intrigen da, dass er vielleicht auch einer Intrige unterlaufen ist, ja, oder Opfer einer Intrige wurde, oder er war vielleicht auch unaufrichtig zu dir. Die Lichtseite ist die Schleue, die Gerissenheit, ja, dieser Karte. Also mit einer verführerischen List zum Beispiel kann man mit dieser Karte durchaus vorankommen, aber man sollte nicht um den heißen Brei reden. Dann haben wir die Karte Arbeit wieder dabei, das sind die 3 der Scheiben und die zeigt diese allmähliche, positive und gute Entwicklung einfach auch an. Also auch hier geben wir mal auf die Karte die Achatscheibe, die den Fluss wieder aktiviert. Das ist die grüne. Ihr seht, es sind alle in Gold auch umfasst. Und sollten jetzt auch eigentlich alle wieder da sein. Genau. Und da schauen wir weiter. Die für die Liebe hebe ich mir noch auf, für die richtige Karte, damit wir auch da die Energie drauf haben, spürbar. So, was sollten wir vermeiden? Was ist die Herausforderung? Ja, in der Herausforderung, hier geht es natürlich klar weiter. Ne? Das ist die Verwirklichung lang gehegter Wünsche im Übrigen. Ne? So, dann haben wir den Teufel mit dabei. Erstmal eine große Arcana-Karte, die wieder zeigt, es wird ein wichtiges Reading hier wieder sein. Und hier geht es darum, sich seinem Schatten auszuliefern und aber auch vielleicht den Schatten ihm gegenüber zu bekämpfen. Also es heißt, du kannst hier Lichtheilung bringen. Passt wieder ganz genau und entsprechend dazu hier von diesen Karten. Also finde ich schon mal wieder richtig, richtig toll, wie sich das wieder hier sozusagen fügt. Ja, das ist auch eine Leidenschaft, das ist eine Faszination, aber natürlich auch auf der Schattenseite kann das ein ganz zerstörerischer Trieb sein, ein Erzwingen, eine Machtgier, ein jetzt will ich nicht mehr und jetzt entscheide dich gefälligst, ja, und jetzt mach mal und tu, und das ist die negative Energie und die sollen wir natürlich nicht annehmen und nicht den großen, großen Raum geben, vor allen Dingen nicht mit der Verderbnis dabei, ja, die Verderbnis sind die 7 Kelche,
Das ist die Warnung vor trügerischen Hoffnungen, falschen Versprechungen. Also vielleicht, wie gesagt, kommt ja einfach noch der Schatten mit, dass man auch eine Angst davor hat, ja. Und das kann jetzt, und deswegen soll man sich auch dieser Energie nicht hingeben, ja. Also jetzt keine großen Tagträume, Lust, Sucht, Lüge, Irrtum und so weiter machen, sondern hier wirklich vorangehen, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig, es geht um das Voranschreiten. Es geht nicht in dieser Energie zu fahren. Wenn du in dieser Energie drin bist, brauchst du die Goldenergie, die dich wieder hochbringt in den positiven Energiefluss, ja. So, und wo endet's? Wenn wir das vermeiden, haben wir hier das wunderbare Ergebnis stehen. Und in diesem Falle kann ich wirklich sagen, es ist ein wunderbares Ergebnis, nämlich der Erfolg. Es sind sechs Scheiben. Das ist Harmonie und Fülle. Das ist auch der Kreislauf. Ja. Wir haben hier die Planeten mit drauf. Ja. Wir haben die Sonne im Zentrum und haben die sieben Planeten drumherum stehen. Ja. Das ist also das, was auf der Karte sichtbar ist. Ja. Und das bedeutet natürlich ein Zyklus, der beginnt, ein neuer Zyklus, der beginnt. Also es entsteht eine ganz positive, angenehme, erfreuliche, fruchtbare Wachstumsphase, in denen wirklich deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja? Also es ist der Beginn der beständigen Verbindung, aber auch der Ausbau und die Verfestigung einer vielleicht alten Partnerschaft oder vielleicht auch die Wiederkehr einer vertrauten Partnerschaft, die hier wieder kommt. Also dieses Hexagramm ist eine ganz günstige Konstellation, weil alles ganz harmonisch ineinander greift und gegensätzliche Faktoren sich sozusagen erlösen, ergänzen und dadurch eine ganz erfolgreiche Zeit vor dir liegen wird. Und das ist doch mal absolut hervorragend, würde ich sagen. Und dann haben wir die Prinzessin der Scheiben. Das ist die Sinnlichkeit, die Liebe und die seelische Wärme. Also das strahlt ja die Karte auch schon förmlich aus, ja. Also es ist wirklich diese pure Sinnlichkeit und auch hier das Licht, das einem den Weg weist, ja. Und hier wird ein Impuls kommen. Pauli hat immer gesagt, das ist der Impuls, der hier drauf ist. Dieser kleine Lichtimpuls, man muss immer auch die Details auf den Karten sehen und erkennen. Und aus diesem Impuls heraus, das kann eine SMS sein, eine WhatsApp sein, eine starke Gedankenkraft, ein Sehen, es kann auch Sex sein, ja. Und daraus entwickelt sich eine warme, sinnliche Verbindung. Es kann auch ein Anstoß sein in Partnerschaften, die jetzt nicht so richtig zusammenfügen oder wo man vielleicht gerade eine schwierige Phase durchlebt, ja. Läutet dieser Impuls und diese Karte immer eine für die Langfristigkeit erfreuliche Entwicklung ein, ja. Und öffne dich, lass dich inspirieren, lass dich dazu animieren, dass die Gelegenheiten, die sich mit ihm und innerhalb deines Prozesses jetzt auch bieten, dass genau das zu einem ganz großen Gewinn für dich und in deinem Leben kommen wird. Die Energiewerkzeuge können dir dabei helfen und wir schauen mal, was wir hier noch dazu haben aus diesen Karten. Mal noch eine für dich und eine für dein Gegenüber. Die Erdung, bleibe du wirklich auch geerdet, ja, und er wird dir Perspektive geben. Das heißt hier jetzt nicht ausflippen, ne? Teufel, auch nicht in das furchtbar seelische Loch hineinfallen und ihm zeigen, wie schlecht es dir geht. Glaube und erlaube dir, ein Wunder geschehen zu lassen. Du wirst Lichtheilung erleben und wirst voll mit Lebensenergie sein, denn
Das wird kommen. Hierzu schauen wir uns jetzt, nachdem ich das hier zusammengebaut habe, sofort auch die großen Kartenbilder nochmal an, was die uns verraten wollen. Und ja, da geht's jetzt weiter. So, der Wunsch war ja auch mal ein großes Kartenbild mit den Skatkarten zu machen. Ja, und das machen wir natürlich. Also, da bin ich ja gerne dabei. Wir mischen einmal die Karten. Bei mir kommen immer im großen Kartenbild bei den Skatkarten die Personenkarten auch raus. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ganz Ungewöhnliches, ja, denn wie gesagt, normalerweise kennt man es dann ein bisschen anders vielleicht, ja, und das macht aber ja gar nichts, denn wie gesagt, dass das Ganze sich wirklich ganz positiv auch zeigen wird im Verlauf und wir da einfach dann auch schauen, was sich hier so tut. So, hupsala, das war jetzt ein bisschen. Also bei mir werden immer 7 Karten A4 reingelegt. So wie hier jetzt. So, zack. Und das Wichtige sind dann auch die Schicksalskarten. Das sind nämlich dann respektive die 3, die übrig bleiben. Und dasselbe machen wir bei ihm. Ich hoffe, dass jetzt beides in die Kamera passt. Ja, nochmal gemischt, macht nichts. So. Also. Ihr seht, so lange Arme habe ich gar nicht. Ich muss ein bisschen rumkommen. So. Also, dann schauen wir uns mal die großen Kartenbilder auch natürlich respektive für dich und für ihn auch an. So, und auch hier bleiben natürlich 3 übrig. So, also, wir lesen. Wie wir die Karten lesen, das könnt ihr gerne mal. Vielleicht mache ich mal ein Seminar mit Skatkarten, aber ich glaube, das interessiert eigentlich die wenigsten. Ihr wollt ja immer Lenormand oder Kipper oder Zigeuner lernen. Das ist ja auch nicht das Problem. Das kann ich ja alles sehr gut, vor allen Dingen Lenormand. Ich habe ja mal in derselben Straße, als ich 5 Jahre in Paris gewohnt habe, gewohnt wie die Lenormand. Ich gehe ja auch jedes Mal ans Grab, findet ihr auch ganz viel, ganz vieles auf. YouTube oder Facebook noch Videos auch vom Grab. Ich gehe ja jedes Mal auch hin, wenn ich in Paris wieder bin. Im Moment geht es ja leider nicht. So, er hat ganz krasse Verlustgedanken hier. So liegt da also da. Er wendet sich von vielem ab. Er schaut aus dem Kartenbild bei dir hinaus, was hier für eine große Wendung wiederum spricht in seinem Leben, die auch wirklich glückhaft ist. Ja, und wenn ich mir deine Schicksalkarten ansehe, und dann ist es so, dass wir die Seelenverbindung haben, die Veränderung aus der Depression heraus in die feste Partnerschaft hinein. Das ist schon mal das Wichtige. Auch hier bei ihm liegt eigentlich schon gegenwärtig die feste Partnerschaft auf, ja. Auch lustig, schaut mal, es ist auch wieder hier die Pik 9 dabei. Das ist, wie gesagt, manchmal eine depressive Stimmung, kann aber auch die Abendstunde sein, ja. Also der Abend, der kommt, aber es ist auch in deiner Linie drin. Also er nimmt dich im Moment gar nicht so sehr als positiv wahr. Er wird sich aber mit positiven Zeichen wieder melden, ja. Das kommt also ganz klar von seiner Seite. Und da wird es also ebenfalls ganz klar nach vorne gehen. Ja? Hier liegt bei dir ein klarer Umzug drin, also ein Zusammenzug, eine Veränderung innerhalb der Wohnsituation, die da sein wird, ja, die kommen wird. Und aber auch eben sehr schöne Treffen mit sehr viel Zärtlichkeit, mit sehr viel Annäherung, ja. Also diese ganzen Heimlichkeiten gehen daraus, diese unangenehmen Dinge. Die Pik Dame liegt jetzt hier bereits mit der Entfernung, mit der Distanz dabei. Das ist also auch schon mal nicht schlecht, dass sich die ein bisschen verabschiedet hat. So. Sehr gut. Also hier haben wir wirklich den Erfolg, die Arbeit dabei. Ja, auch den Impulsen, vor allem liegst
du in seinen Schicksalskarten drin. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, du wirst für ihn, bist du schicksalhaft vorgesehen und vorherbestimmt. Ja? Die unverhoffte Wendung zum Positiven, mehr Liebe und Glück von Dauer als erwartet. Anziehungskraft, Treffen, Sexualität, ideale Voraussetzungen für die Partnerschaft, ja. Er lässt sich hier nicht mehr täuschen, nicht mehr von seinem Weg abbringen. Es geht also hier recht zielgerichtet jetzt auch voran. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Energie, die jetzt zwischen euch beiden auch vorherrschen wird. Also, erlaube dir, dass das Wunder geschehen wird, denn es ist da, es ist im Schicksal bereit hier. Und von daher auch hier einen ganz klaren Blick nach vorne. Ich wünsche euch von ganzem Herzen mucho, mucho amor, ganz viel Liebe, bleibt energiereich glücklich, melde dich bei mir für deine individuelle Beratung, für deine Ausbildung zum Lebensberater, wenn du daran Interesse hast. Und hinterlass mir gerne ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar, denn das ist mein Dank für diese Arbeit hier. Bis dann, dein Michael. Tschüss.